Das ist Eva Muth. Wie viele Menschen möchte sie ihren Nachlass gut regeln. Dabei geht es ihr auch darum, ihre Werte und Ideale weiterzugeben. Zunächst fragt sich Frau Muth, was sie hat und wen sie in ihrem Testament bedenken möchte. Für sie spielen auch die Hilfswerke, die sie schon lange unterstützt, eine wichtige Rolle. Danach überlegt sie, wer was bekommen soll. Sie weiß, dass sie ihren Nachlass in Quoten und auch einzelne Gegenstände verteilen kann. Von ihren Erinnerungsstücken bis hin zu ihrem Einfamilienhaus. Frau Muth ist ledig und hat keine Kinder. Sie setzt ihren Neffen Paul als Erben ein, damit er sich später in ihrem Sinne um alles kümmert. Vom Verkauf des Hauses bis hin zum Kündigen von Verträgen. Ihrer Freundin Gertrud vermacht sie ein Erinnerungsstück aus dem Urlaub. Ihr Bruder Rainer erhält die Taschenuhr des Vaters. Und Adveniat 10% ihres Nachlasses als ein Vermächtnis für die eine Welt. Den Hauptteil soll Paul als Erbe behalten. Diese Wünsche schreibt Frau Muth mit eigenen Worten nieder. Hat sie an alles gedacht? Hierzu bittet sie Adveniat um Unterstützung. Alle, die Adveniat in ihrem Testament bedenken möchten, erhalten dort unverbindlich kostenfreie Hilfe. Adveniat stellt auch gern Kontakt zu einer Fachanwältin oder einem Notar her. Nach diesem Gespräch entscheidet Frau Muth, ob sie weitere juristische Beratung braucht. Die Endfassung ihres Testamentes schreibt sie mit der Hand und unterschreibt am Ende. Frau Muth ist erleichtert, denn jetzt ist alles auf einem guten Weg. Und es fühlt sich ebenso gut an, dass Paul als Erbe ihr Vermächtnis für die eine Welt erfüllen wird. Denn Frau Muths Fürsorge gilt auch den Menschen, die oft unter schwierigsten Bedingungen ihren Alltag meistern müssen. Mit ihrem letzten Willen gestaltet sie Zukunft. Und Sie. Falls auch Sie Adveniat in Ihrem Testament bedenken möchten, benennen Sie bitte den vollständigen rechtlichen Namen, damit es zu keinen Verwechslungen kommt. Als gemeinnützige Organisation ist Adveniat von der Erbschaftssteuer befreit. Adveniat kann auch als Erbe eingesetzt werden und sich in Ihrem Sinne um alles kümmern. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Dieses Kurzvideo ersetzt keine individuelle juristische Beratung.